Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Borderlands 3. Wir werden jetzt mal hier zu Maya gehen. Und ich kenne die Ebene hier vorne ja sehr gut. Weil ich hier vorne ja, oder zumindest hier hinten, sehr oft den Drowned gefarmt habe für meine Waffe. Also kenne ich hier das Gebiet so ein bisschen. Oder mehr als mir lieb ist, sagen wir mal so. Ich werde nur ab und zu mal mein Mikro stumm schalten müssen, weil mein Nachbar hier meint, bohren zu müssen. Und wenn ich merke, der fängt an zu bohren, werde ich halt mal ein paar Minuten nichts sagen. Ich bring dich um! Oh, ist aber viel. Tunguska? Possum? Nemesis? Maggie? Und ein Ding, okay. Kannte ich zwar schon, aber egal. Wieder der Nock. Bei dem ich so gut wie keinen Schaden mache. Jetzt bleibe ich auch noch hier an der Kante hängen. Gut. Brauche ich mein Schild definitiv. Okay. Wenn der eingefroren ist und ich mit der Strahlungswaffe drauf gehe, mache ich doch schon einiges an Schaden bei ihm. So, da sind wir ja schon gleich beim Drown. Es sei denn, wir spielen, mach die Menschen tot! Das wäre echt cool. Nein, nicht die Granate. So. Muni auffüllen. Action Skills sind noch aktiv. Ah ja, der gute Captain Drowned. Ah,
Jetzt haben wir sein Schild durchbrochen. Jetzt müssen wir dann noch durch ihn durch. Na komm, dreh dich nochmal um. Dann geht's halt auch so. Und tot ist er. Der war doch ganz okay. Abgesehen von dieser ganzen, Unterdrückernummer natürlich. Du hast das Iridium? Her damit. Ja, kannst du haben. Du hast noch 70.000. Ich konnte Iridium nie so nutzen wie Lilith, aber ich habe eine Technik in diesem Buch entdeckt, die das ändern könnte. Okay, es kann losgehen. Funktioniert. Hierhin und dorthin hasten wir unserem kleinen Schicksal nach. Heilige Scheiße. Ich fühle mich, als könnte ich einen ganzen Planeten facelocken. Bring mir das sofort bei. Puh, an diese Art von Kraft könnte ich mich gewöhnen. Okay, holen wir uns das Schlüsselfragment, Kammerjäger. Ah, schon wieder ein Banger-Rhyme. So, Ava, du hast die Invasion also überlebt? Offenbar hat dich das stundenlange Starren in Wasser doch was gelehrt. Ich komm schon klar. Ich hab kämpfen gelernt, lange bevor ich dich traf. Okay, Trainingskampf. Ach, eigentlich gerne. Aber ich muss noch Beute sortieren. Nein, pack eine Tasche. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Wir gehen mit dem Kammerjäger. Was, echt jetzt? Ich meine, cool. Na gut. Könnte Spaß machen. Ich pack mein Zeug. Kammerjäger, schau dir das an. Die Iridianer haben solche Nachrichten überall in der Galaxis hinterlassen. Ich vermute schon lange, dass es eine Verbindung zwischen Sirenen und Kammern gibt. Ich kann es nicht lesen, aber es muss was bedeuten. Das Relikt war schon hier, als ich geboren wurde. Aber solange Malivorn weiß, dass es hier ist, ist Athenas nicht mehr sicher. Nehmen wir es doch einfach mal mit. Ich muss dir was sagen, bevor ich es Lilith erkläre. Der eigentliche Grund, weshalb ich Ava als Schülerin genommen habe, sie wird eine Sirene, irgendwann. Und dann soll sie bereit dafür sein. Wir sehen uns in den Sternen, Kammerjäger. Dann müssen wir wieder auf die Century. Gerne. Kann ich mal wieder einen XP-Boost abholen für 2 Stunden? Lilith hat mir gesagt, du hast ein Kammerschlüsselfragment erlangt. Bring es mir. Ich verwahre es, während du rumziehst und weitere suchst. Gleich. Das ist die Quest, um das letzte DLC zu starten, also das dritte. Hallo, halbwüchsiger Mensch! Ich bin Claptrap! Heiliger Bimbam, ich hab so viel von dir gehört! Bitteschön. Ein neues Kammerschlüsselfragment! Allein vom Halten wird mir schon mulmig. Und weil ich einen von Marcus Bellic musste kaufen, Erfahrung, das ist übrigens kein vollständiger Kammerschlüssel. Niemand weiß, warum die Iridianer sie in Fragmente gespalten haben. Aber der Kammerschlüssel auf Pandora benötigt 3 Teile. Immerhin ist das ein Anfang. Du solltest zu Lilith zurückkehren. Sie und Maya haben bestimmt einiges nachzuholen. Oder was Leute mit Sozialkontakten halt so machen. Nein, danke. Da ist mir ein steriler Raum mit chirurgischer Ausstattung schon lieber. Was soll das heißen, eine Sirenenschülerin? Ich kann es jetzt nicht erklären, Lilith, aber sie wird eines Tages eine Sirene. Wir reden später darüber. Na, Killer? Maya sagt, du hast ordentlich ausgeteilt.
Na, Logo. Oh, wie nett von ihr. Ich habe wirklich Herzblut reingesteckt. Das glaube ich. Ein Fragment hätten wir, fehlen noch zwei. Was soll das alles, Lilith? Wieso ist Maliwan auf Athenas? Unser Schlüsselfragment ist seit Generationen geheim. Wie haben Sie davon erfahren? Ich bin nicht sicher, aber die Kalypsos scheinen mehr über die Kammern zu wissen als wir, sogar mehr als Tennis. Sie wussten von der Kammerkarte. Vielleicht haben sie Maliwan befohlen, Athenas zu überfallen. Sie sind angeblich hinter der sogenannten Großen Kammer her. Und die Kammer auf Promethea muss Teil ihres Plans sein. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das werden wir, Firehawk. Ich weiß nicht, ob mich noch jemand so nennt. Lilith! Lange nicht gesehen! Wie geht's dir? Wow, schicker Schnäuzer. Danke! Ist ein Belagerungsschnäuzer. Hör zu! Ich ziehe nur ungern die Verbündetenkarte, aber Katagawa hat einen auf einem Asteroiden stationierten Laser aufs Atlas-Hauptquartier gerichtet und droht mich zu zerstückeln, wenn ich nicht aufgebe. Ich... und Zero berichtet, dass der Laser von einem Kammerschlüsselfragment versorgt wird. Also... Mehr muss ich nicht wissen. Wir machen das. Das wollte ich hören! Gut so, Verbündete! Reese! Ende! Geh runter und hilf Reese mit seinem Laserproblem, Kammerjäger. Hoffentlich weiß Reese, was er tut. Lilith meint, er gehört zu uns. Aber Männern mit Schnäuzer kann man nicht trauen. Wissenschaftlich bewiesen. Aha. Gut. Deine Tattoos. Magst du drüber reden? Ehrlich gesagt, nein. Da gibt's nichts zu reden. Dann gehen wir mal wieder die Legis wegbringen. Ich muss schnell eingewöhnen. Es ist schön, wieder auf der Sanctuary zu sein. Einer Sanctuary. Hey, mal. Lass dich mal blicken, wenn du Zeit hast, ja? Ich hab Arbeit und du hast Zeit. Meinst du, wir kommen... Kammerjäger, ich hab eine Mission für dich. Hyper mega dringend. Ich hab ein paar Sachen auf Athenas vergessen. Ich war so froh, aus dem Kloster rauszukommen, dass ich einige wichtige Dinge liegen gelassen habe. Oh, du musst sie für mich holen. Den habe ich noch nicht. Und dann gehen wir mal kurz an die Box hier. Ich muss ein paar neue Songs finden. Man könnte meinen, es gibt nur zwei Bands im ganzen Universum. Gut, dann lagern wir mal die zwei Legis, die ich nicht mitgenommen habe, auch noch ein. Buchse. Das und das. Den einen Kopf werden wir hier jetzt auch mal benutzen, den hatte ich noch nicht. Und Rest bringen wir mal zu Markus, um es zu verkaufen. Munition auffüllen, verkaufen. Kauf dir was Schönes davon. Also, was haben wir denn jetzt an Missionen? Nebenmissionen, wir müssen von Athena was holen. Lasertag, um auf den Laser hochzukommen. Das sind die DLC-Quests. Wir nehmen mal hier vorne auch die eine an, damit ich hier nicht durcheinander komme. Hey, wie geht's denn so? Ist eine Weile her seit der letzten Kopfgeldjagd. Gut, wieder mal im Spiel zu sein. Gehen wir mal auf Athena zurück. Athena.
Mal gucken, was wir denn holen sollen für die Avi. Ava. Ist eine Weile her seit der letzten Kopfgeldjagd. Gut, wieder mal im Spiel zu sein. So, Missionen, Nebenquest. Ey, was Sachen einsammeln. Uff. Das ist mein Zeug! Was zum Geier? Wenn Malibon mein Zeug klaut, musst du es zurückholen! Oh, ich hätte mein Zeug nicht einfach herumliegen lassen dürfen, als ich noch... Bevor ich Maya traf, besaß ich nur Dinge, die ich bei mir tragen oder verstecken konnte. Ich dachte wohl, Athenas wäre irgendwie anders. Wir werden jetzt aber so gut wie es geht nicht kämpfen. Alles gefunden? Scheiße! Mein Notizbuch! Du musst auf jeden Fall mein Notizbuch retten! Wenn das rauskommt, muss ich sterben! Ernsthaft? Da stehen meine total geheimen Notizen drin! Oh, wir laufen einfach nur. So. Da müsste hier sein. Scheiße, er reißt Seiten raus! Heb sie auf, aber lies nichts davon! Okay. Tag 11. Ich lebe jetzt in einer Gasse. Sie ist warm genug, um die Nacht zu überstehen, weil sich dort alle 20 Minuten ein Druckventil zur Entlüftung der Kanalisation öffnet. Das Chick hat in einer Furzhöhle gehaust. Sie hat alles verloren! Hey, das im... Gedicht! Die Kanalisation ist nur eine Allegorie für Jungs! Langweilige Dichtungen! Nicht real! Nur ein erfundenes Gedicht! Ich meine es ernst! Finde den Kerl! So. Liegt doch bestimmt wieder irgendwo ein Teil, was wir gleich aufsammeln müssen. Na komm, räumen wir mal hier ein bisschen auf. Oder ist hier oben was? Da, geht doch. Super wichtig. Warum bin ich nur in dieses blöde Kloster gegangen? Die beschissenen Mönche stinken wie Gouda und ich habe wirklich jeden Käse gesehen, seit ich hier bin. Es gibt da so eine Tussi mit blauen Haaren, die öfter am Markt rumhängt. Sie hat eine total coole Maliborn-Waffe. Vielleicht kann ich ihr etwas stehlen und das gegen die Waffe tauschen. Oh oh, na, hoffentlich hören keine Mönche zu. Ich bin so enttäuscht von dir, Kind. Bruder Mendel, ich wollte mich nicht über euren Käsegeruch lustig machen. Ach, springen wir einfach zum Ende. Moment, was ist denn das auf dem Einband? Eine Karte zum Schlüssel eines Super.
den Schlüssel zu den Waffen holen und dir alles in die Luft jagen. Ich schicke dir die Koordinaten des Schlüssels. Dort wirst du ihn finden. Du musst ihn ausschalten. Stellt euch das vor. Das Chick ist so allein. Sie hat niemanden. Sie kann keinem trauen und lebt in einer Furzhöhle. Bitte umbringen. Furzhöhle. Leg mit mir. Beans, wo bist du? Ich brauche Hilfe beim Abtransport meiner vielen coolen Waffen. Hey, das geht an alle, die diese Heulsusen-Tagebeiträge lieben. Kommt her und helft mir! Ah, da ist er, der Private. Geht der Eisfänger noch weg? Ernsthaft? Oh. Okay. Ich erkenne das Problem. Granaten sind zwar mega geil, um Muni zu regenerieren, aber manchmal sind sie einfach mega nervig und tödlich. So, wo waren das jetzt nochmal? Oben auf dem Friedhof, ja. Kann ich hier auch lang gehen oder ist es zu hoch, um hochzuspringen? Naja, muss ich wieder außen rum. Vielleicht mache ich mal eine Verschnaufpause. Zum Glück ist das Bild ja auf Schnelligkeit ausgelegt. Kann ich ja wieder schnell zu dem Punkt hinrennen. War doch der Schlüssel in der Ecke. Du hast den Schlüssel? Geile Sache. Das Versteck ist ganz in der Nähe. Ui. Hätte es wieder tödlich sein können. Hier runter. Hier runter. Da ist es doch. Ich bin froh, dass die Waffen jetzt in guten Händen sind. Kannst du mir dann mein Zeug zurückbringen? Gut, wir sollen wieder auf die Century ihre Sachen bringen. Machen wir doch. Ist eine Weile her seit der letzten Kopfgeldjagd. Gut, wieder mal im Spiel zu sein. Oh, wo hatten die Ava ihr Zimmer? Und? Erledigst du diese Sache? Vorschlag. Du erfreust dich an diesen Waffen und ich verbrenne mein Tage. Ich meine.
gemeinte Notizbuch und wir beide sprechen nie wieder darüber. Cool? Cool. Alles klar. Gut. Meridian-Komplex. Hier soll noch eine Quest sein. Gut, gucken wir mal im Questlog. Bluter Stein, nein, Lindner Gehenna, nein. Hier, Lasertag. Der Meridian-Komplex. So, Promentea. Meridian-Komplex. Und hierhin. Ist eine Weile her seit der letzten Kopfgeldjagd. Gut, wieder mal im Spiel zu sein. Kammerzeit, Baby. Treff mich bei Startrampe 7. Maliwan hat den Laser abgeriegelt. Deine Landekapsel käme nie an den Sicherheitsvorkehrungen vorbei. Aber ich habe ein hochmodernes Atlas-Schiff mit Tarnvorrichtung. Der Plan lautet, zur Orbitalplattform hochzufliegen und den Laser zu zerstören, bevor Katagawa erfährt, wer es war. Das nennt man Strategie. Na doch, hier vorne. Schau nur, während wir plauderten, haben sich 1000 weitere Banditen mir verschrieben. Ha, sehr gut. Ah, ich hab Hunger. Augen nach oben! Ihr habt Luftunterstützung! Suche Deckung! Da bist du ja! Mein Schiff ist da vorn. Hochmoderne Atlas-Tarnvorrichtung. Hier lang. Nein, 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 nein! Katagawa! Reese, mein Freund. Hast du über die bedingungslose Übernahme nachgedacht? Oder brauchst du noch eine Ohrfeige von deinem alten Kumpel Laseroid, um deine Meinung zu überdenken? Fick dich! Komm einfach mit dem Vertrag vorbei, wenn du soweit bist. Ich freue mich darauf, Atlas in der Maliwan-Gruppe aufgehen zu sehen. Oh, du kannst auch Zero mitbringen. Ich wette, das interessiert ihn. Lieber sterbe ich, als Atlas diesem aufgeblasenen Sesselpupser zu überlassen. Neuer Plan. Neuer Plan. Wir stehlen ein Maliwan-Shuttle mitsamt der Sicherheitsprotokolle. Hier, nimm. Also, das Viper-Laufwerk ist Atlas' moderne Form des Remote-Hackings. Damit stehlen wir einen Maliwan-Shuttle. Machst du mit? In Gedanken bin ich schon dabei. Und der Schneuzer, Junge, dazu gibt's sicher eine Geschichte. Konzentrier dich! Finde einfach einen Maliwan-Shuttle und stecke das Viper-Laufwerk ein. Ich mach den Rest. Sicher sein. Was? Wer ist das? Bist du Lorelei? Reese sagt, ich soll dir helfen. Aber brauchst du das? Wenn dieser Wichser mit den Zahnbürstenhaaren mir helfen will, soll er ein paar Paletten Nahrung und Wasser für die Zivilisten hier rüber wachsen lassen. Ich hab meine Kugeln als Verstärkung. Was glotzt du so? Nein, überhaupt nicht. Ich bin Zero, sagt es Reese. Es war nett. Verdammt. Hm. Ganz schön schräg. Aber groß. Hm.
Okay, dann gehen wir doch mal hoch. Ist eine Weile her seit der letzten Kopfgeldjagd. Gut, wieder mal im Spiel zu sein. Bin da, Mann! Schöne Aussicht! Hat das tatsächlich funktioniert? Ich meine, natürlich hat es funktioniert. Keine Killersphären in Sicht. Killersphären, ja? Nicht wichtig. Nach Zeros Informationen treibt dein Kammerschlüsselfragment den Laser an. Wir müssen nur den Kontrollraum finden. Geh zum Haupttor. Keine Killersphären. Alles klar. Machen wir das mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.